Ja, willkommen zurück. Ey Leute, was geht? Wir machen weiter und wir sind jetzt hier in diesem Hotel. Kamera benutzen. Schon verkackt. Dir hilft mir nichts. Warte mal, ich muss erstmal Erinnerungsversuch. Persephone. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich muss sowas fotografieren. Irgendwas mit einer. Ja, ist gut. Irgendeine Tafel mit irgendeinem Typen drauf. Da hinten? Nee. Ja. Ey, wo ist denn? Wo ist denn diese Tafel? Das gibt's doch nicht. Das ist ein Foto von gar nichts. Wenn ich nur wüsste, was ich fotografieren muss. Hier. Ich muss es richtig timen. Die Schärfe stimmt, aber der Ausschnitt nicht. Weg, weg, weg. Ich bin zu weit weg. Ach, noch näher dran. Gag. Ah, viel zu unscharf. Schärfe. Was? Ich brauche Schärfe. Schärfe? Kriegst du. Mist, verpasst. Ja. Yeah, und los geht's. Haben Sie alles, Mann? Ich denke doch. Wo ist der Rest? Quid pro quo. Drei interessante Fotos von Ihrer Ex-Frau. Nehmen Sie nächstes Mal einen Privatschnüffler. Sie sparen mir eine Menge Alimente. Raus damit. Suite 42, Hotel Persephone, heute Abend. Savo macht das Geschäft. Schießen Sie das Foto, dann landen Sie auf der Titelseite jeder Zeitung. Aber seien Sie vorsichtig, Mann. Wenn die Kerle Sie finden, legen die Sie um. Nur das Foto zählt. Nur das Foto zählt? Lisa. Das war meine Story, nicht deine. Du bist ein Arschloch, Elliot Maslow. Für deine Karriere würdest du jeden abzocken. Ich versuche nur, mit dir Schritt zu halten, Schätzchen. Elliot Maslow heiße ich. Haha, ich habe meinen Namen rausgefunden. Die Verschollenen sind eine gute Informationsquelle. Zögern Sie nicht, sie um Hinweise zu bitten. Ja, jetzt habe ich meinen Namen rausgefunden. Jetzt kann ich in die Luke, Said lässt mich in die Luke. Ich darf in die Luke. Juhu, juhu, juhu. Ich freue mich auf die Luke. Wenn ich jetzt wirklich rein darf. Weil die Luke finde ich gut. Ich mag Luke. Luke ist gut. Mein Name ist Elliot Maslow. Natürlich. Elliot. Muss ich jetzt... Ich versuche es einfach noch. So habe ich den Spitznamen Hurley bekommen. Alter, hörst du überhaupt zu? Nee, sorry. Du erinnerst dich? Alter, gern geschehen. Vielleicht sollte ich noch mehr Leuten von meinem Spitznamen erzählen. Ja, vielleicht gibt es auch noch mehr Leute, die ihren Namen nicht wissen. Dann gehe ich direkt mal zu Kate. Kate, ich weiß, wie ich heiße. Lass mich raten. Du hast deine Frage. Nein, ich will dir stolz berichten, wie ich heiße. Also Elliot, ich hätte dich für einen Nick gehalten. Aber Elliot tut's wohl auch. Du hättest mich für einen Nick gehalten? Sehr interessant. Für dich heiße ich natürlich Nick auch. So, jetzt schmiere ich das Ganze noch Lock unter die Nase. Wo ist er denn? Ist Lock nicht mehr? Da steht er. Locke. Hör mir zu. Die Verhältnisse hier haben sich... Ja, ist okay. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich heiße Elliot Maslow. Sie mögen Ihren Namen kennen, aber kennen Sie sich selbst? Ach, jetzt mach doch nicht immer alles nieder. Immer musst du diese schönen romantischen Momente zerstören. Ja, dann mal auf, zurück. Weiter zur Luke. Aber wenigstens muss ich jetzt nicht nochmal durch den Dschungel eiern, ey. Denkst du wirklich, ist es möglich, dass einer von denen ist?
Libby. Libby, 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 Ladevorgang. Ich wurde beinahe von etwas, das aussah wie schwarzer Rauch, in ein Loch gerissen. Loch. Dum, 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 dum. Auf dieser Insel bekommt jeder von uns ein neues Leben. Vielleicht fängst du jetzt an. Ja, Loch. Zu Hause besitze ich 156 Millionen Dollar. Hurley. So, Said, ich habe meinen Namen. Sage meinen Namen. Ich sag dir meinen Namen. Lass mich durch. Dschungel, lass mich durch. Eine Kokosnuss. Er hat die Kokosnuss. Ich hab die Kokosnuss geklaut. So. Hey, Said. Kennst du Kate? Die Verschlüsselung auf deinem Laptop ist hochmodern. Sehr ungewöhnlich. Ich muss in die Luke. Wenn du durch diese Luke willst, musst du Verantwortung für die Zahlen übernehmen. Beweise endlich, dass man dir trauen kann. Pass auf, ich hab den Beweis. Ich heiße Elliot Maslow. Ja, auf dieser Liste ist ein Elliot Maslow. Amerikaner. Auf dem Rückweg nach Los Angeles. Du bist jetzt offiziell ein Überlebender von Flug 815. Danke sehr. Willkommen, Elliot. Hallo, Said. Neue Aufgabe. Said hat mich beauftragt, die Zahlen in den Computer der Luke einzugeben. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ja, wer das... ich rede aber nochmal mit ihm. Was ist in der Luke? Da ist ein Computer. Du musst die Zahlen 4, 8, 15, 16, 23, 42 eingeben, wenn der Summe anfängt. Es ist sehr wichtig, dass du dabei bleibst. In der Zwischenzeit arbeite ich an deinem Laptop. Wir erfahren noch, wer du bist. Okay. Was war das für eine Explosion? Wir haben uns Sprengstoff im Dschungel besorgt. Die Einzelheiten sind uninteressant. Kennst du Desmond? Er hat sehr lange unter extremen Bedingungen gelebt. Wer weiß, welche Wirkung die Isolation auf seinen Verstand hatte. Naja. Danke erstmal, Said. Ich gehe jetzt hier rein. Aktivieren, Eingabe. Die Schwanstation betreten. Ja, ich hab's geschafft. Sie können uns nicht mehr beobachten, also sag die Wahrheit, Alex. Ja. Da sieht man schon das Innenleben der Station. Die ganzen uralt Rechner. Du hast da ein Stückchen Arzt an dir, Hurley. Ja, die ganzen uralt Rechner stehen da rum. Dies ist nicht eure Insel, es ist unsere Insel. Und der einzige Grund, warum ihr auf ihr lebt, ist, weil wir euch auf ihr leben lassen. Sie sind unheimlich schlau. Die Luke. La 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 la. Oh, oh. Ui, 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 ui. Just like... Elliot, was ist passiert? Was hast du getan? Nix. Mist, ich habe nichts gemacht. Versuch die Tür irgendwie zu öffnen. Ich hole Hilfe. Was du auch tust, vergiss die Zahlen nicht. Neue Aufgabe. Brandschutztüren haben mich in der Luke eingesperrt. Ich muss das ins System gelangen und die Tür öffnen. Aber hallo, das werde ich jetzt auch machen. Leiste untersuchen. Die Armatur liefert den Strom für einen Schaltkreis zum Geodom. Ich muss den Schaltkreis schließen, um die LEDs aufleuchten zu lassen. Es muss eins von drei Schaltkreisen sein. Aha. Ja, aber wisst ihr was, Freunde? Im nächsten Teil, da habe ich nämlich mehr Zeit dafür, werde ich mich an dieser Konsole versuchen. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt oben rechts und ihr seid dabei. Also, bis dann, ich würde mich freuen.